gut, dass du da bist. Hier drüben. Im Hinterhof. Bin wieder da. Kümmerst du dich bitte um ihn? Schau, Kyle, da ist das fiese Kind, das mich verprügelt hat. Ja. Oh nein, haltet ihn auf. Keine Sorge, Kyle. Ich habe diese Supersensoren entwickelt, mit denen es für uns fast unmöglich ist, verprügelt zu werden. Ich muss mich raushalten. Mach bitte, bitte, dass er abhaut. Bereit für dein Ende, fieses Mobbingkind? Diese Barriere ist wie das Rote Meer. Ohne Moses kommt ihr hier nicht durch. Okay, ich werde etwas Verrücktes versuchen. Haltet euch fest. Das war nicht zu fest, oder? Ich will niemanden schlimm verletzen. Hau rein, Neuer. Diabetes ist kampfbereit. Ich mach Platz für Diabetes. Wir können Freunde werden, wenn du aus dem Krankenhaus kommst. Mach sie glatt. Platt, glatt, was auch immer. Ich hab genug von dem Kack. Ah ja. Das ist für Scrambles, ihr Bastarde. Oh, bin ich jetzt dran? Ich kann auch noch warten. Oh Gott, Arschlord hat sich gefickt. Jetzt setzt was! Diabetes-Time! Oh yeah! Was ein geiler Move und ein Schild kriege ich auch noch. Bin ich endlich dran? Danke! Omega Crash Extra! Bin ich jetzt endlich dran? Ich dachte, ich verfehl dich. Schlag sie für den Kuhn, Furzkiste. Captain an Deck! Jetzt wird gekuhnt. Lass unseren Freund in Ruhe, du Fiesling. Das packst du schon. Jetzt reicht's aber! Okay, jetzt reicht's! Das habt ihr jetzt davon! Jetzt wird Humankind seinen hebräischen Glauben nutzen, um die Macht des Windes anzurufen! Hikmael Shiginger! Möge die Kraft des Windes bei den Drachen in die Lippen... Ah, er hat dich losgerissen! Oh nein, mein Drachen hängt in den Baum, Cousin Kyle! Dann gib auf! Keine Sorge, Superkumpel Cousin. Ich hab vielleicht keinen Drachen mehr, aber ich hab noch meine Superwaffe! Tante Sheila, diese Kinder ärgern mich! Was? Wer ärgert dich hier? Wer seid ihr denn? Ich ruf jetzt eure Mütter an! Auf sie, Tante Sheila! Ich soll jetzt angreifen, ja? Ach Gottchen! Dein Zug gehört jetzt Kuhn and Friends. Captain Diabetes mischt wieder mit! Nimm das! Ah! Alter, das ist meine Mom! Hört mal alle auf! Wir treiben es zu weit! Scheiß drauf! Diese Burschen müssen mal Manieren lernen! Ihr wagt es, euch auf meinem Grund und Boden mit meiner Verwandtschaft anzulegen? Euch schlag ich tot! Mom, beruhige dich! Passt gut auf, jetzt werde ich euch eine Lektion erteilen. Ach, nicht übel, aber Diabetes ist zäh.
Oh, bin ich dran? Könnte mir nicht egaler sein. Ah! Hey, hör sofort auf! Bleibt von meinem Bubele weg, ihr kleinen Monster! Du kannst ganz schön einstecken, Diabetes. Schön, dass du es bemerkt hast. Cool, cool. Nicht meine Mom, Arschloch! Kyle! Ich trete eure verfickten Ärsche bis nach Kanada. Au! Nicht, dass dein hübsches Kostüm zerreißt, Super Craig. Los geht's, Furzlord. Ich liebe Attacken mit richtig viel Wumms. Du miese Stück drauf! Nimmst du das jetzt hier mal ernst, Super Craig? Eher nicht. Hütet euch vor meiner Mom, sie reißt euch die Ärsche auf. Kyle, Wortwahl. Au! Pass doch mal auf, Craig. Sicher doch. Macht Platz für Diabetes. Wach auf, Super Craig. Bleib bei der Sache. Ich bin dran. Bob! Wow, ich mein's echt ernst. Endlich ist es vorbei. Meine Hämorrhoiden melden sich. Mom, alles okay? Ganz toll, Jungs. Kyle, geh und ruf die Polizei. Die sollen diese Kinder verhaften. Nein, nicht, Mom. Keine Polizei. Das ist alles meine Schuld. Was? Weißt du, ich habe es nicht ertragen, dass mein Cousin mir dauernd alles nachmacht. Humankind geht es ums Menschenretten, nicht um das Judentum. Schaut euch mal an, was ihr angerichtet habt. Ich sollte deine Freunde alle anzeigen. Und da, mein Drachen hängt im Baum. Tut mir leid. Bitte, ich mach's wieder gut. Du wirst deinen Cousin ab sofort mitspielen lassen. Ist das klar, junger Mann? Hey, Kyle, Tante Sheila sagt, ich darf bei euch mitspielen. Ja, manchmal darfst du mit uns spielen. Yippie! Und jetzt holt seinen Drachen aus dem Baum. Vorher wird nicht weitergespielt, verstanden? Komm, wir tun dir Desinfektionsmittel drauf. Ich hasse handelsübliche Desinfektionsmittel. Vom Lidocain kriege ich immer Ekzeme. Ach, Kacke! Wie kriegen wir den da runter? Wow, wow! Dein Arsch steckt voller Überraschungen. Wir haben's geschafft. Jetzt muss Mom nicht mehr sauer sein. Ich nenne es Furzkuh. Wenn du hohe Orte erreichen musst, ruf mich und mit Furzkuh schaffen wir es hinauf. Hoffentlich müssen wir das nie in der Öffentlichkeit machen. Das brennt jetzt vielleicht kurz, Bubele. Au, soll das so kribbeln, Tante Sheila? Es brennt nicht nur, es kribbelt auch. So weiß man, dass es wirkt. Oh, ouch, ouch. Das brennt jetzt vielleicht kurz, Bubele. Au, soll das so kribbeln, Tante Sheila? Es brennt nicht nur, es kribbelt auch. Das brennt jetzt vielleicht kurz, Bubele.
Wow, soll das so kribbeln, Tante Sheila? Es brennt nicht nur, es kribbelt auch. Selfie machen? Das brennt jetzt vielleicht. Oh, ouch, ouch! Okay, ich vergebe dir. Sag, Humankind aus einem alternativen Universum! Ist es Zeit für Blitzkrieg? Läuft gut, Wunderarsch! Bis denn! Jetzt an seinem Unterschlupf. Finde einen Zugang, aber Vorsicht, er wird schwer bewaffnet sein. Den Wärmebildern nach ist der Verdächtige hinten im Haus. Jetzt solltest du ihn sehen. Hey, wer bist du? Was machst du in meinem Haus? Angriff! Angriff! Was hast du in meinem Haus zu suchen? Stellung halten! Au! Verdammt, was willst du von mir? Feuer erwidern! Sag nein zu Drogen, Kids, sonst knallt's! Heilige Scheiße, du bist wirklich ein Superheld. Ein Degenerierter weniger, um den wir uns kümmern müssen. Greif uns doch mal wieder unter die Arme. Hey, du kriegst ein Mitleidsfollow, was soll's?
Danke. Okay, warum nicht? Danke. Wir sehen uns online. Kleiner Superheld, ich weiß, du rettest da draußen Kätzchen. Wenn du auf eins von meinen stößt, die tragen rosa Halstücher, kannst du es mir bringen? Ich kann sie nirgends finden. Diese fiesen Sechstklässler jagen meine Miezis. Wenn du eins meiner pelzigen Babys siehst, sag mir Bescheid, Schnucki, ja? Himmel, der furzende Selbstjustizler! Hey, Zuckerstückchen, machen wir ein Selfie? Wuhu! Oh mein Gott, vielen Dank! Autos spielst. Du hast ein Selfie mit Ike gemacht? Machen wir ein schöneres. Wuhu! Yay, jetzt sind wir echte Freunde.
aus. Ja! Ha! Das hast du wirklich drauf. Bereit? Ha! Wow, jetzt stinkt mein ganzes Outfit. Bis dann. Könnte ein paar Heldinnen gebrauchen. Ich könnte wetten, dass ich dich gestern Abend in den Nachrichten gesehen habe. Hab nur ich das Gefühl? Oder sind die Erwachsenen hier vollkommen verrückt? Willst du ein Selfie mit mir? Okay. Wow, sehe ich echt so aus? Oh, nee! Ich hab diesen Ex-Freund, den ich jetzt hasse. Und der hat noch meinen Laptop. Wenn er ihn dir nicht gibt, sag ihm, dass ich die Bullen rufe. Er heißt Tweak. Du findest ihn vermutlich im Café seiner Eltern. Gib ihm das. Hol meinen Laptop von diesem Penner zurück. Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Da! 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 Na, wie laufen die Geschmackstests? Ich will keinen Unterschied mehr! Bleib dran, wir suchen die perfekte Sonnenuntergangsmischung für dich. Was ist das? Rück meinen Laptop raus, du Arsch! Oh, du arbeitest also für ihn, hä? Dann sag ihm, er kann seinen Laptop wiederhaben, wenn ich mein scheiß Meerschweinchen zurückkriege! Hä? Wir haben es gekauft, als wir zusammen waren, aber Stripe gehört mir! Hä? Ich habe bezahlt und noch den Kassenzettel! Hä? Findest du es richtig, dass er Stripe behalten darf, obwohl er mir in den Rücken gefallen ist? Sag ihm das mal! Da! Wichser! Gott sei Dank! Ich hoffe, ich krieg davon keine Infektion! Er hat kein Recht, irgendwas von mir zu fordern! Hallihallo. Was meint Tweak von wegen Laptop? Das scheiß Meerschweinchen? Ach, na gut. Du weißt ja, wo Stripes Käfig ist. Bring ihn dem Arschloch. Wenn du das Tweak gibst, dann sag ihm doch mal, dass man keine Bedingungen zu stellen hat, wenn man jemanden sitzen lässt.
bin der Schnellste in der Stadt. Ziehen wir das durch? Bau keine Bruchlandung. Bis denn. Wir können alles machen, was wir wollen. Und im Moment wollen wir eine schicke Schneebe. Nein, hast du ziemlich viele Follower. Woohoo! So langsam wirst du eine richtig große Nummer, Neuer. Lust auf ein Selfie? Woohoo! Greift eine starke Schneefrau an, was? Typisch. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Hey, willst du Nacktfotos von deiner Mom sehen? Will zuerst. Zeig ihnen, was du drauf hast! Wie der Wichser abgeht! Jau! Prügel für die Gerechtigkeit, sehr gut! Hier kommt der Kuhn. Ihr solltet die Wunden lieber gut abbinden. Au! Wenn du... Ich mit dem... Ich bin jetzt dran. Ohne zu zucken. Respekt. Es gibt kein Entkommen vor Captain Diabetes. Du bitte so, als hätte das richtig wehgetan. Nicht gucken, ihr Schwachteln. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Scheiße, ich bin so langsam, total überfressen. Ach, die haben überhaupt keine Chance. Ich habe zurzeit einen Haufen Stress. Den werde ich an dir abbauen.
ein Angriff steigert nur meinen Zorn! Viertklässler, was lass dich da von deinem Freund massieren? Saft, gib mir Kraft! Ja! Ja! So! Der gute alte 1, 2, 3er! Für Viertklässler seid ihr echt sehr erbrocken. Also los! Versuch's doch, Wigbert! Das war echt unhöflich, Super Crack! Auf sie, Wunderarsch! Jau! Ah, zeig ihnen, wer der Boss ist! Kein Aufsichtslehrer kann euch jetzt retten, Viertklässler! Das Opfer des Kuhn. Captain Diabetes fürchtet nichts. Bam! Das habe ich kaum gesehen. Du kannst aufwachen, wir haben gewonnen.